Jo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute befinden wir uns auf einem Parkdeck. Ich wollte einfach mal eine etwas untypische Gamescom-Szenerie hier auswählen und da habe ich mich einfach für das Parkdeck hier entschieden. Und es gibt doch kaum schönere Orte. Die Sonne strahlt, die Sonne lacht und es sind angenehme 25 Grad warm, also was will man mehr? Gut, heute gucken wir uns Halle 7 an. Halle 7 beinhaltet insbesondere Sony, Ares, Planet Zoo und vieles, vieles weitere. Also die halbe Halle 7 hat tatsächlich Sony für die Gamescom gebucht. Deswegen werden wir da auch ein bisschen was zeigen. Und ich werde heute noch ein Interview mit einem Entwickler von Planet Zoo machen. Das ist mein absolutes Highlight hier auf der diesjährigen Gamescom in Köln. Und ich werde euch auch ein bisschen Footage davon zeigen, also ein bisschen Ingame-Material. Wir werden Fragen stellen, die auch von einigen aus der Community zum Teil gestellt wurden. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, lasst die Spiele beginnen. Wir gehen jetzt rein und schauen uns mal Halle 7 etwas genauer an. Freunde, wir befinden uns jetzt am Call of Duty Modern Warfare Stand und hier ist wirklich eine Menge los. Ihr könnt das hier mal sehen. Wir schwenken jetzt einmal kurz hier rüber. Da ist wirklich eine Riesenschlange und da sich jetzt anzustellen, wir haben eben mal ein paar Leute gefragt, da steht man wirklich mehrere Stunden und das für insgesamt 10 bis 15 Spielminuten. Also ob sich das dann letztendlich lohnt, das weiß ich nicht, aber scheint sich ja wohl zu lohnen, wenn so viele Leute da anstehen. Allein um 9.30 Uhr waren von der Presse aus schon ganz viele Leute hier am Stehen. Hier waren schon Wartezeiten von über einer Stunde und letztendlich um 10 Uhr kam ein riesen Menschenansturm hier hin und rannten zum Teil schon hier hin. Ich muss mal gucken, ob ich das morgen mal aufnehmen kann. Das sah sehr interessant aus. Als würde es dort etwas umsonst geben. Dabei kann man da ja wirklich 10 Minuten, denke ich mal, das Spiel spielen. Also wir werden uns da jetzt definitiv nicht anstellen, weil wir wollen uns auch die weiteren Stände anschauen. Und das werden wir jetzt auch mal tun. Let's go! Hinter mir könnt ihr den Rocket Beans TV-Stand sehen. Von dort aus machen sie ihre Livestreams hier live von der Gamescom. Wie ihr auch hier schon hören könnt, es ist ziemlich laut hier. Deswegen ist das wirklich eine kleine Herausforderung, von dort dann auch zu streamen. Aber mit gutem Equipment geht das auf jeden Fall. Und wir schauen mal, was wir sonst noch so für Stände hier finden. Hinter mir befindet sich jetzt der Ares-Stand. Und dort schauen wir uns jetzt einfach mal an, was gerade auf der Bühne so Schönes abgeht. Und hier hinter werde ich euch dann gleich auch nochmal so ein paar Impressionen mitgeben, damit ihr mal seht, was hier für eine krasse Stimmung ist in dieser Halle. Und dann gehen wir jetzt einfach mal hin. So Freunde, wir befinden uns jetzt bei dem Spiel Planet Zoo, gucken uns das hinterher nochmal genauer an, weil ihr wisst, dieses Spiel soll ja dieses Jahr rauskommen und das ist eins meiner persönlichen Highlights hier auf der Gamescom. Ich bin gerade überglücklich, hier auch stehen zu dürfen, neben meinem kleinen Freund, dem Elefanten und natürlich hier dem kompletten wunderbaren Background, den wir hier haben. Wir haben hier sogar echten Sand, das ist eine wirklich coole Fotolocation. Also wenn ihr die nächsten Tage tatsächlich noch auf der Gamescom sein solltet, empfehle ich euch definitiv, hier in Halle 7 zu Planet Zoo zu kommen. Der Stand ist direkt neben Ares. Und dort könnt ihr euch dann zum Beispiel mit dem Elefanten ablichten lassen. Ihr habt hier noch viele weitere Möglichkeiten, euch auf diesem Stand zu dem Spiel zu informieren. Weil ich habe gerade eben auch erfahren, dass wirklich viel Wert auf Details gelegt wurde. Und dementsprechend schauen wir jetzt gleich einfach mal, ob wir diesen Elefanten, ich würde sagen, wir nennen ihn mal Dumbo. Dumbo, den Elefanten kennt ja jeder. Ob wir diesen Elefanten gleich auch nochmal hier so zu Gesicht bekommen können im fertigen Spiel. Und dann schauen wir einfach mal, was uns hier Tolles erwartet. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Und dann gucken wir jetzt einfach mal und ich gehe mal hier aus der Kamera raus.
So, meine lieben Zuschauer und meine lieben Freunde, ich habe mir jetzt den Developer von dem Spiel Planet Zoo, den lieben Matthew, hier an den schönen Dumbo geholt und er erzählt uns jetzt ein paar Informationen zu dem neuen Planet Zoo, welches jetzt bald rauskommt. Hallo, danke, dass Sie hier auf dem Stand sind. Also ja, Planet Zoo, Dumbo hast du gesagt, die Tiere haben alles Namen aus den Ländern, wo sie herkommen. Also das würde ein afrikanischer Name sein, also nicht Dumbo, aber man kann die Namen ja selber ändern. Man kann sein Tier so nennen, wie man nennen möchte. Ach so, da kann man wirklich jedes Tier dann, was es dort gibt, also vom Löwen bis zum Elefanten hin ändern? Also in Planet Zoo baut man sein eigenes Zoo und alles kann man mit der Hand machen. Also wo die Bäume sind, so ein bisschen näher. Etwas näher. Okay. Also im Planet Zoo kann man selbst einen Park bauen. Also wo die Bäume sind, wie die Landschaft aussieht. Selbst die Häuser, die man sieht, sind alles aus kleinen Stückchen erbaut. Man kann auch ein ganzes Haus reinnehmen und das da hinsetzen. Aber man hat die völlige Freiheit, um selbst zu bauen, was man möchte. Und dazu gehört ja auch Namen des Elefanten wechseln. Ja, sehr gut. Eine kleine Frage, die auch die Community häufig stellt. Das ist ja nur ein PC-Game oder ist auch eine Konsolenvariante geplant? Das ist ein PC-Game, ja. Also man braucht einen Rechner dafür. Gibt es da auch irgendwie Mod-Unterstützung? Gibt es da schon Informationen zu? Es gibt Steam Workshop. Und alles, was man im Zoo machen kann, kann man mit anderen austauschen. Wir haben auch eine Franchise-Mode, die kommt fürs Beta raus. Das Beta startet am 24. September und ist, wenn man voranordnet, die Spezialversion. Und in diesem Modus kann man seinen eigenen Zoo bauen und kann man Tiere züchten. Die Tiere haben ja alles ihr eigenes DNA und Tiere werden stärker und besser und die kann man dann wechseln mit anderen Tieren, um immer bessere Tiere zu züchten. Und das ist ja, was echte Zoos auch machen. Die züchten ja Tiere und sorgen dafür, dass die Vielfalt erhalten bleibt. Ich glaube, wir haben hier den besten Zoo-Simulator 2019 schon gefunden. Da schauen wir einfach mal. Unter anderem bei der Beta vorbei und gibt es schon Informationen, zu welchem Preis das Spiel hinterher erhältlich ist? Also es gibt zwei Versionen und das ist am Ende von 30 Euro und so halbwegs 40 Euro für die Spezialversion, die dann auch Zugang zu dem Beta gibt. Also ja, das ist sowieso viel Content, da hat man viele Stunden Spielspaß davon. Das klingt auf jeden Fall gut. Wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, dann lasst es mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen. Ich werde dazu selbstverständlich auch Let's Plays machen. Dann können wir gerne Zoos miteinander tauschen, also die Tiere miteinander tauschen. Und die Zuschauer stellen bestimmt auch noch demnächst so Fragen wie sieht es denn im Spiel mit Management aus? Wie kann man das so alles machen? Weil Management ist immer ein großes Topic im Bereich Simulatoren. Viele möchten selbst ihren eigenen Zoo managen. Gibt es da irgendwie was Neues? Was sind so die USPs hier von dem Spiel? Ja. Also mit den Tieren ist es ja so, dass die Tiere sollen in einer Umgebung sein, wo sie sich gut fühlen. Und um das gut zu machen, also für den afrikanischen Elefanten, die brauchen Wärme. Also Temperatur ist etwas, was man managen muss. Man muss Hitzung oder Kühlung reinmachen. Die Umgebung selbst soll artgerecht sein, also die Tiere brauchen vielleicht mehr Sand oder mehr Schnee für Schneeleoparden oder mehr Gras. Man soll das alles managen und also die Umgebung ist Unterteil des Management-Games, des Management-Spiels. Dazu gehören ja auch die Ärzte, die Tierverpfleger, die sollen alles an diesen Tieren ran können. Die sollen auch ran können mit speziellen Faden. Also es gibt ganz viele Management-Optionen, um zu machen, ja. Ja, es klingt wirklich sehr, sehr interessant. Dann haben wir ja doch
eine große Verantwortung dem Zoo gegenüber. Und letztendlich, ich denke, es kann ja auch passieren, dass wenn man falsch wirtschaftet, dass der Zoo pleite gehen kann. Das wäre möglich und das ist also nicht, wie man das Spiel spielen soll. Man soll es ja für die Tiere so gut wie möglich machen. Das ist der Zweck dieses Spiels. Und das wird durch einen Karrieremodus wird das ganz gut erklärt, wie das alles funktioniert. Und der Karrieremodus ist ganz in Deutsch, ganz deutsch angesprochen und ist sehr, sehr gut. Witzig auch. Wow, ich bin echt begeistert. Kleine Frage noch so, gibt's neben dem Karrieremodus auch noch zum Beispiel Multiplayer oder sowas? Oder ist sowas vielleicht für die Zukunft geplant? Also es gibt Karrieremodus, es gibt Sandbox, wo man alles selber machen kann. Und es gibt dann auch diesen Franchise-Mode, wo man also deine eigenen Tiere mit anderen Spielern auswechseln kann. Und ja, alles, was man baut, kann man ja auch auf dem Steamworks-Shop setzen und dann mit anderen Spielen wieder austauschen und andere... Ja, das ist also der Online-Komponent und das funktioniert sehr gut. Da können wir definitiv gespannt sein, Freunde, was uns da Schönes erwartet. Eine letzte Frage habe ich noch. Wie viele Tiere gibt es denn ungefähr? So wie viele Tierarten? Mehr als 50. Mehr als 50, ja. Wow. Wow. Wir haben ja in dem Trailer schon von der E3 unter anderem einige Tiere gesehen. Aber ich bin sehr gespannt und ich möchte jetzt auch nicht zu viel davon verraten. Schaut euch einfach die nächsten Videos an und unter anderem auch meine Let's Plays zu Planet Zoo. Ich glaube, wir haben noch gar nicht besprochen, wann es rauskommt, oder? Ich glaube am 5. November. Bis zum 5. November müssen wir mit den Let's Plays warten, aber ab dann geht es los, Freunde. In diesem Sinne, danke und bis gleich. Ja, Freunde, das war's dann auch mit dem Tag hier auf der Gamescom. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Einblick wieder in die Gamescom. Ihr seht mich jetzt hier in der prallen Sonne. Wir werden jetzt noch ein bisschen an den Rhein gehen. Und dementsprechend, wie gesagt, schreibt mir einfach unten in die Kommentare, wie ihr das Spiel Planet Zoo findet, was so euer Highlight hier auf der diesjährigen Gamescom bisher war aus den letzten Videos. Und dann schaut morgen auf jeden Fall wieder vorbei und dann sehen wir uns auch schon im morgigen Video wieder. Danke nochmal an die Partner von mir, One.de und Intel. Und dann gehen wir jetzt auch. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis dahin, euer Benny.